Ja, und da bin ich wieder. Und jetzt geht's weiter mit Trezors Trove Cove. Tada! Ahoi! Willkommen in der Trezor Trove Cove. Zwei neue Moves sind hier zu lernen. So. Also gleich die vier Noten hier einsammeln. Und da unten ist schon ein Jinjo. Da gehen wir gleich runter. Das schwimmt mein Leibgericht. Bitte im Wasser bleiben. Nein, natürlich bleibe ich nicht im Wasser, du böser Ei, ey. Boah, Hilfe. Ey, hätte ich jetzt vergessen. Und hier. Oh, ja, was war das denn hier? Wow, 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 wow. Meine Güte, blöde Krabbe, jetzt lass mich in Ruhe. Bam! Und da ist sie. Sie im Dreck. Oder im Sand. So, die schalten wir auch mal aus. Das habe ich schon gehört. Zack. Und wer bist du denn? Hä? Das ist Nipperstrand. An mir kommt ihr nicht vorbei. Das werden wir sehen. Krustenhörn. Diesen frechen Vogel sollte man die Flügel stutzen. Ach ja, versuche es, wenn du dich traust. Ja, das ist unser Bosskampf. Und jetzt... Tada! Autsch, das hat weh getan. Jetzt bin ich aber echt sauer. Und dieser gute Kollege, der wird jetzt immer aggressiver. Allerdings hat er eine ganz simple Abfolge. Wow. Aber der macht gut Schaden, da muss man aufpassen. Zack, und da haben wir ihn erledigt. Allerdings, bevor wir jetzt da reingehen, müssen wir erstmal hier hin. Ich bin Telekom. Und gehen dann hier in dieses lustige Schneckenloch rein. Ah, verdammt. Blöde Kamera, ich will doch was sehen. Jetzt. Ja. Tada. Mal schön die ganzen Noten einsammeln. Ein paar Eier. Oh, es geht mit euch ab. So, haben wir alle ausgeschaltet und haben unser erstes Puzzleteil in der neuen Welt gefunden. So. Und hier sind wir dann auch schon fertig. Wir können uns gleich auf den Weg machen. Also beziehungsweise wieder hier rausgehen. So, na wie gesagt, ich weiß über vieles Bescheid. Gerade in den ersten zwei, drei Welten. Nachher wird es ein bisschen weniger. Das, wie gesagt, das ändert sich dann noch ein bisschen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Erstmal gehen wir hier oben auf die Palmen drauf. Ja, genau. Weil auf den Palmen gibt es meistens immer irgendwas. Und diese Noten sind ja... brauchen wir ja. Wir wollen ja schließlich, wie gesagt, alle 100 Noten sammeln. Das funktioniert natürlich besser, wenn man nicht runterfällt. Ah, warte. So. Zack. Was geht denn da hinten ab? Hä? Was ist das denn? Captain Hook oder was? Ja. Captain Hook sieht mir ein bisschen anders aus. Den habe ich noch nicht so oft heulen gesehen. Gut, dann gehen wir mal dahin. Was willst du? Ahoi, ihr Landratten. Ich bin Captain Plupper. Ich habe meinen Goldschatz verloren, als mein Schiff auf diese Sandbank auflief. Na? Da musst du ihn jetzt wohl suchen. Blubberboy. Ich würde ja. Aber ich kann nicht schwimmen. Wollt ihr einen alten Seebären nicht helfen? Na klar. Wir werden den Schatz schon finden. Gut, dann helfen wir den guten... also hier den... guten Piraten. Oder Kapitän. So. Und hier unten. Oh, da ist ja schon was. Das sieht ja sehr verdächtig aus. Auch gibt. Auch ein. Ich bin Telekom gibt's hier. Und.
Ei, ihr beiden! Ich bin Captain Blubbers sagenhafter Goldschatz! Ja, auch Goldschätze können reden. So. Ikom, ukom. So, und jetzt hier noch die vier Noten, die will ich auch noch haben. Weil ich schwimme ja nicht umsonst hier runter. Ist ja Quatsch. So, dann gehen wir wieder hoch. Hopp, genau. Warte, ja, schon richtig. So. Ahu! So, hier, mein Freund, da haben wir's. Toll! Das ist die erste Hälfte meines Schatzes. Hey, gibst du dich immer noch nicht zufrieden, du Vogel. Leider froh, dass du überhaupt was hast. Mann, Mann, Mann. Aber wir haben ja eben gesehen, dass auf der anderen Seite auch was war. Und über dieses Schlupfloch können wir dort rein. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Ein paar Noten einsammeln. Eins, zwei. Also die Schwimmsteuerung ist schon sehr lästig. So. Da unten ist noch der Schatz. Dann haben wir den zweiten Schatz gefunden. Jetzt müssen wir noch wieder raus. So, das haben wir auch geschafft. Wunderbar. So. Jetzt mal wieder aus dem Wasser hier raus. Dann bringen wir den Kollegen da oben bei unserem zweiten Schatz. Mein Schatz! Ich könnte heulen. Vielen Dank, ihr Süßen. Nehmt das als Belohnung. Hurra! Ich bin wieder reich. Reich! Ahoi! Und weg ist er, der gute Kumpel. Ja. So, und Kazooie hat wieder was zum Knabbern. Ikom Okom. Ich bin ein Okom. So, und da geht's weiter. Nach oben. Ganzen Federn hier. Was geht denn hier ab? Oh. Ein Maulwurfhügel. Hey, Hühnerbein. Das ist deine Chance. Du wirst jetzt das Fliegen erlernen. Na endlich! Wurde aber auch Zeit, Würmerfreund! Es ist so leicht. Sogar du, Vögelhirn, wirst das können. Stelle dich auf eine blaue Flugplatte und drücke den A-Knopf. Hier sind 25 rote Federn, die dir beim Fliegen helfen werden. Bis bald! Oha, jetzt geht's los. Jetzt können wir auch Superman spielen. Kinder! Haha. Zack. So. Jetzt. Hui. Um höher fliegen zu können, musst du die roten Federn einsetzen. Drücke hierzu den A-Knopf. Und vergiss nicht, dass Kazooie nur 50 Federn auf einmal tragen kann. So, ja. Mit Hilfe, genau. Und so kann man dann höher fliegen. Und da ist eine Truhe, die hat mächtig Hunger. Oh, da ist ein Puzzleteil. Das schnappen wir uns sofort. Das ist Controllers Besitz. Bediene dich, wenn du dich traust. Wow. Na, verdammt. Ha, dieser Schatz, der war für mich. Nun wird es hart für dich. Ja, jetzt unsere Flugfähigkeit wieder weg. Und wir müssen hier über das Wasser hinweg. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Heidewitzka, es gibt auch noch einen Nachtisch. Ja, ich geb dich auch, Heidewitzka. Heidewitzka, ich muss hier weg. Oh, Bär und Strauß im Wasserbad. Das Rezept schicke ich an Biolek. So, dann gehen wir mal hier schön weiter. Upsala. Oh, neues Futter in Sicht. Ich bin gleich da.
So, bevor wir jetzt hier weitermachen, gucke ich jetzt ganz kurz, was wir alles bisher haben. Wir haben 38 Noten, 3 Puzzleteile von 10 und 2 leere Honigschwaben fehlen uns noch. Ja, das schaut ja ganz schick aus. Natürlich wollen wir jetzt weitermachen, da wo wir aufgehört haben. So, oh, nein, 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 nein. Gott sei Dank ist der gerade despawned. Verdammt, 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 verdammt. Nein, 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 nein. Sieh raus, sieh raus, sieh. Oh. Der weiße Hai. Das Spiel ist jetzt ab 16. So. Oh, ein Puzzleteil. So, damit haben wir 4 Stück. Und dann geht es weiter. Moment, lass mal hier rüber. Nein! Oh, verdammt. Jetzt muss ich beeilen. Oh, 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 der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Verdammt, verdammt, verdammt. Schnell, schnell, schnell hoch. Nein, ja. Oh, Gott sei Dank. Oh. Halala. Ich möchte eigentlich hier als Fischfutter landen. Also Enten. Hui, ho. Ja, dich will ich jetzt nicht. Oh, wieder eine Truhe. Aua. Da habe ich die Zähne erwischt. Ikom, okom. Gleich 2 Stück auf einmal. So, Moment. Jetzt mal hier hoch. Okay. Oh, was bist du denn? Das sieht mir schwer nach einer Mine aus. Was ist da unten? Oh, ein Puzzleteil. Haha. Nein, 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 nein. Boah, wenn der hochgeht. Boah, das ist jetzt knapp. Ich bin aber ein Trottel. Ich springe aber voll drauf zu. Und damit haben wir ein Puzzleteil mehr. Und da hinten ist ein Jinjo. Was haben wir hier sonst noch oben? Was ist das? Ach, das ist ein Extra-Leben. Boah, ja, warte, dann schnappen wir uns das auch. Oh, und damit haben wir 8 Leben. Aber erstmal wollen wir da unten den Jinjo holen, bevor wir jetzt hier runterhüpfen. Und Jinjo! Wee! Oh, aber fast 100 Eier. 100 Eier ist das Maximum. Boah, blöde Mine. So, man kann sich allerdings, wie gesagt, nur im Wasser bewegen. Da unten ist eine Krabbe, Noten, wieder so ein Wasserloch. Ich sehe nichts. Verdammt, nein, 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 nein. Da ist sie down. Was haben wir hier unten? Federn, okay, was noch? Ein Telekom. Ah, okay, ab geht's, ein Telekom. Ey, Mann, die Kamera, nein! Boah. Die Mine wieder. Ich will die Federn einsammeln. Ah, so, passt schon. Da wir eh nur 50 tragen können, ist jetzt nicht so dramatisch, wenn ich die eine oder andere auslasse. Hauptsache, ich habe hier den Totenschädel. So, dann gehen wir mal hier weiter. Und dann machen wir eine kleine Flugstunde. Was ist da drin? Ja, nur Eier. Ne, dafür gehe ich jetzt nicht runter. Oh, Noten. Das heißt, ich gehe hier wieder runter, um die Noten einzusammeln. So, Note, Note, Note. So, und die nächste Note, Note, Note. Alle Noten ein, ne? So. Dann gehen wir mal hier weiter. Oder was ist das denn da unten? Ein Eimer. Naja, nee, ist klar, ne? Oh, da ist unser guter Rüttels wieder. Und ich glaube, wir lernen jetzt die neue Fähigkeit der Sprung. Die Sprungfähigkeit. Der Supersprung wird euch in neue Dimensionen entführen. Nimmt Kazooie das in die Hand. Ich bin so müde.
Keine Sorge, der freche Truthahn ist an der Reihe. Stelle dich auf eine grüne Sprungplatte und halte den A-Knopf gedrückt. Wunderbar, das waren alle Moves, die ihr hier erlernen konntet. So, ja, unser guter Freund zeigt uns nur diese Fähigkeit. Ikom, ich bin auch ein Okom. So, und ja, das, wie es dann weitergeht, zeige ich euch im nächsten Part. Wir sehen uns, Freunde.